Hey ho, YouTube, und herzlich willkommen zu einer neuen Comic-Review von mir. Ist mittlerweile schon der dritte oder vierte Anlauf, weil das Comic, was ich euch jetzt vorstellen werde, einfach irgendwie vollgestopft ist mit Story-Strängen. Und zwar ist das von 100% Marvel Daredevil Phaser. In den USA ist das Ganze unter dem Marvel Knight-Titel erschienen, war auch eine der ersten, oder ich glaube sogar die erste Marvel Knight-Serie, die wiederum von, kann nicht die erste sein, ist von 2004, die wiederum von Joe Quesada geschrieben und gezeichnet ist. Der Titel Phaser ist schon mal dramatisch anmutend. Wenn man das Vorwort liest, wird der ganze Titel noch ein ganzes Stückchen dramatischer, weil kurz bevor Joe Quesada dieses ganze Ding geschrieben hat, sein Vater verstorben ist, was dann auch dazu geführt hat und ein, zwei andere Umstände, dass er dann zwischen den ersten und den zweiten Heften eine anderthalbjährige Pause hatte und überhaupt die ganzen Hefte verteilt über 3 Jahre, beziehungsweise 2 Jahre erschienen sind. Ich muss mal gerade nachgucken, nicht, dass ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle. 2003 kam das erste Heft und das letzte kam 2005. Joe Quesada hat hier einen sehr tollen Job gemacht an sich, finde ich. Hier drin sind, er ist halt hingegangen und hat sehr viele Storystränge erzählt, die irgendwann zu einem Finale münden, und das macht dann insgesamt ein schönes Bild. Allerdings muss ich sagen, dass mir einer von diesen, ich sag mal, 4 Storysträngen überhaupt nicht gefallen hat, was für mich die Gesamtwerte von dem ganzen Ding auf jeden Fall runtergerissen hat. Ein Storystrang, wie der Titel schon vermuten lässt, ist halt das Verhältnis zwischen Matt Murdock und seinem Vater. Ein anderer Storystrang, wie bei der typisch ist, an der Gerichtsverhandlung, in dem Fall vertritt er eine Frau, die an Gebärmutterkrebs erkrankt ist. Hier sieht er sie direkt. Maggie heißt sie, ist einer der wenigen Namen, die ich mir merken konnte. Die ist an Gebärmutterkrebs erkrankt, weil ein riesiger Chemiekonzern direkt um die Ecke seine Chemieabfälle in den Fluss leitet, und das wiederum hat sie halt krebskrank gemacht. Ein anderer Storystrang geht um eine andere Superheldengruppe, die sich, die bei Daredevil mal ganz unfreundlich anklopft, ich wollte gerade freundlich anklopfen sagt, und sich bei ihm beschwert, dass er einen zu guten Job macht und deswegen die ganzen Verbrecher, die so sonst in Hell's Kitchen ihr Unwesen treiben, jetzt bei dem vor der Haustür sind und die Kriminalitätsrate rund um Hell's Kitchen insgesamt etwas höher geworden ist durch die Arbeit von Daredevil, und dass das deswegen nicht gutes Wasser macht, und dadurch gerät er halt in einen Kampf. Ein anderer Storystrang ist der um den Augenhöhlen-Johnny, der wiederum hingeht und allen möglichen Leuten halt die Augenhöhlen aushöhlt mit einem Messer und die Leichen dann überliegen lässt. Und die Polizei verdächtigt dann eine ganze Zeit lang Daredevil, weil wiederum ein Adressbuch bei einer der Leichen von Daredevil gefunden wurde. Hier mal eine der Zeichnungen gezeigt. Die Zeichnungen, muss man dazu sagen, sind wunderschön von Joe Quesada. Er geht halt hin und spielt ein bisschen mit der Statur von Daredevil. Wenn man sich mal dieses Bild anguckt, da sieht er eher aus wie irgendwie eine Mischung aus Hulk und Hellboy. Allerdings finde ich, hat er das ganz gut gemacht, weil er halt ein, zwei Mal hingegangen ist und die Statur, wie gesagt, komplett verändert hat, was dadurch allerdings die Panel im Einzelnen sehr viel schöner gemacht hat und dann auch wieder zeigt, dass Comics an sich an Kunstwerke sind. Also jedes Panel ist für mich, wenn es gut gezeichnet ist, ein Kunstwerk, und gute Zeichner kennt man meistens daran, wenn man hingehen kann, einfach wahllos irgendein Panel aus dem Comic rausnimmt und das einrahmen könnte, was man hier schon fast tun könnte, weil ich finde die Zeichnung von Joe Quesada echt sehr, sehr schön, muss ich sagen. Dann noch ein weiterer Storystrang, der hier drin aufgegriffen wird, ist der Storystrang um einen Multimillionär, der durch ein Medienimperium Multimillionär geworden ist, jetzt auch Rapper ist, Musiklabel hat und. Und das alles verläuft dann halt zum Schluss in einem Finale, das wiederum an der Origin von Daredevil ein bisschen rumkratzt oder beziehungsweise da ein bisschen was dran verändert, was so, wie ich weiß, nicht mehr aufgegriffen wurde die letzten, ich würde jetzt mal sagen, 10 Jahre, weil seitdem ich Daredevil lese, was jetzt wiederum so 5-6 Jahre sind, wurde das nie wieder aufgegriffen. Ich habe davon das allererste Mal hier drin gelesen. Vielleicht haben sie es auch einfach nur für diese Story belassen, aber ich möchte an der Stelle nicht zu viel wegspoilern. An sich hat mir das Comic echt viel Spaß gemacht, und die Stellen, die ich gut fand, fand ich dann sogar so gut, dass ich mich mal wieder selber dafür gefeiert habe, dass ich dieses Comic gerade lese. Allerdings waren dann die anderen Story, der eine Storystrang mit dieser anderen Superheldengruppe so scheiße, dass ich mich an den Stellen immer wieder ein bisschen abgefuckt habe, dass ich es gerade lese. Deswegen kann ich dem Ding leider auch nur eine 3 von 5 gegeben. Wäre der eine Storystrang weg gewesen, wäre das hier wahrscheinlich sogar eine 5 von 5 gewesen, aber damit war es mir ein bisschen too much und es hat das ganze Ding irgendwie ein bisschen zu überfüllt, und man hätte sich mit einem US-Heft sparen können und es wäre insgesamt ein schöneres Comic gewesen. Das war's von mir. Bitte ballert mir in die Kommentare ran, wenn ihr das Comic auch gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Ansonsten sei gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben, ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!